ist zurück. Meine Lieblingskarte aus dem LS19, der 16-Fach-Map von CAS64. Ja, super. Wir schauen uns diese jetzt hier in diesem Video gemeinsam an. Wenn wir uns in die Karte hier einladen, dann kommen wir hier bei unserem Haus auf die Karte herauf. Hat sich nicht viel verändert wie in der 19er Version. Also wir haben hier das Haus, wir haben hier einen Unterstand, also eine Garage. Wie schon im 19er stehen wir hier auf unserem Plateau oben. Der Hofbereich ist hier unten, den schauen wir uns gleich genauer an. Eine kleine Grillstelle ist hier und natürlich auch wie im 19er hier unser Hühnergehege. Diesmal hier offen. Hier der Futtertrigger und hier natürlich das Menü, um die Hühner zu kaufen. Und zwar passen da rein 250 Stück und hier werden dann die Eier gespawnt. Wir schauen uns mal kurz um das Haus rum. Wir haben hier ein paar Dekorationsmaterialien. Wir haben hier eine kleine Veranda. Alles schön eingehegt. Wunderbar, hier natürlich unser Schlaftrigger. Wir gehen mal hier den Hang runter in Richtung unseres Hofes. Wir fangen mal links rum an. Und schauen uns erstmal direkt mal das Equipment an, das mit der Karte kommt, wenn man sich als neuer Farmer einloggt. Nicht zu vergessen, keines dieser Gebäude ist hingebaut, wenn ihr in Farm Manager oder in Start from Scratch euch einlädt. Also wir haben hier den Axion 960, der uns zur Verfügung gestellt wird von Beginn weg. Dann haben wir den Fast Track und wir können sehen, wir haben hier Customized Nummernschilder. Wir haben den Fendt, den 1038er hier stehen, dann kann man aufrüsten auf den 1050er natürlich. Dann gehen wir in diese Halle rein, machen diese mal auf und finden hier den Mac Superliner 6x4. Dann haben wir hier den Load King, die beiden Load Kings, die zusammengehängt werden. Dann gehen wir in diese Halle rein und finden den Lexion 8900 mit einem normalen Schneidewerk und natürlich auch dem Maisgebiss. Des Weiteren können wir den Elmes Überladewagen, den Holemaster, unser eigen nennen. Und zwar ist das die 2000er Serie mit 70 Kubikmeter Ladevolumen. Dann haben wir hier einen Rudolf-Anhänger mit einem Ladevolumen von 250 Kubikmeter, der übrigens absolut alle losen Früchte und Materialien aufnehmen kann. Dann haben wir den Glas Cargos 9500. Den Ladewagen mit 44 Kubikmetern. Dann haben wir den Class Quadrant 5300. Die Ballenpresse. Die Quaderballen presst in der Größe von 180 bis zu 140 cm. Dann haben wir den Kuhn G8 15131 und zwar der Schwader. Dann haben wir den Wender von Pöttinger, den Hit 16.18. Und haben ein Kombi-Mähwerk von Pöttinger hier stehen. Des Weiteren finden wir hier einen Telehandler, den Scorpion 1033 mit einer Schaufel. Und zwar ist das die Standardschaufel mit einer Füllmenge von 2640 Litern. Des Weiteren haben wir den Bredal 165 da stehen. Das ist eine ungemoddete Version. Das ist die Standardversion mit 15.600 Litern Füllmenge. Dann haben wir den Lemken Coralin 9840 hier stehen. Der Grubber mit einer Arbeitsbreite von 8,40 m.
Dann haben wir den Lemken Titan 18 hier stehen. Den Pflug mit Arbeitsbreite 4,9 Metern. Dann haben wir den Wedderstedt Tempo L16 hier stehen. Das ist eine Einzelkorn-Seemaschine. Und dann haben wir die normale Seemaschine, den Pöttinger Terrasem C6F hier stehen. Des Weiteren haben wir hier stehen einen Class Axion 830 und hier natürlich unsere Werkstatt oder ja natürlich den Werkstatt-Trigger. Also ein sehr komplettes Paket, das hier herumsteht, was unser eigen ist am Anfang, wenn wir uns als neue Farmer anmelden. Das Einzige, was ich hier wahrscheinlich ändern würde, ist auf jeden Fall den Lemkenpflug. Also da würde ich auf jeden Fall, wenn wir dann Let's Play starten, den tauschen. Entweder mit dem Lizard 9M oder natürlich mit dem im Standard-Game enthaltenen Wedderstedt, glaube ich, ist das. Nee, den Quernerland, den PW100-12, 6 Meter Arbeitsbreite oder wie gesagt eben den 9 Meter MT von Lizard. Das würde ich definitiv hier so ändern. Wir gehen mal ein bisschen westwärts und finden hier eine Reihe von Tiergehegen. Also das erste, das wir hier haben, ist der Schafstall oder das Schafsgehege für 200 Schafe. Es sei bemerkt, dass man hier das Wasser manuell auffüllen muss. Als nächstes haben wir hier stehen das Gehege für die Schweine und zwar für 300 Stück. Hier haben wir auch einen Misthaufen. Auch hier muss das Wasser hingefahren werden. Dann haben wir hier das Pferdegehege für 16 Pferde. Auch hier muss das Wasser hergefahren werden. Und dann haben wir natürlich zu guter Letzt hier den großen Kuhstall für 1500 Kühe. Und zwar ist dies die Version mit dem Fütterungsroboter. Also wie ich gerade getestet habe, also dieser Kuhstall hier, der nimmt also Ballen an. Also da hier kann man definitiv die Ballen hinfahren. Des Weiteren haben wir hier auch gleich zwei Produktionsstätten stehen. Und zwar, wenn ich mir das anschaue, Silage, Stroh und Gras. Das ist definitiv die Mischfutter für die Kühe. Und dann haben wir hier stehen den Mischer für Weizen, Kartoffeln und Mais. Und das ist die Schweinefuttermischstation. Ich lasse mir das kurz bestätigen. Also wie schon vermutet, definitiv hier die zwei Produktionsstätten für die Tierfuttermischung. Einmal die Mischration für die Kühe und einmal die Mischration für das Schweinefutter. Hier drüben haben wir noch ein weiteres Equipment stehen und zwar ist dies der Joskin Wasseranhänger, auch in einer gemoddeten Version. Hier ist also der Wassertrigger. Das ist der Joskin Wasseranhänger und zwar in der gemoddeten Version mit einer Füllmenge von 100.000 Litern und nimmt alle, aber wirklich alle Flüssigkeiten auf. Nach diesem Rundgang schauen wir kurz mal auf die Karte. Also es ist eine riesengroße Karte hier. Man kann sehr viele Felder sehen. Es gibt insgesamt 75 Felder, wovon die meisten mittel oder groß sind. Es gibt wenige Felder, die klein sind. Das kleinste Feld ist meines Erachtens das Feld 79 oder 80. Also die 79 hat eine Fläche von 2,2 Hektaren und das Feld Nummer 80 ist ein bisschen größer. Also das kleinste Feld definitiv die 79 mit 2,2 Hektaren. Standardmäßig zum Hof gehörend, wenn wir im neuen Farmer-Modus starten, ist das Feld 7 mit einer Größe von knappen 20 Hektaren und das Feld 11 ebenfalls mit knappen 19 Hektaren, also ziemlich mittelgroße bis große Felder, die bereits zu unserem Hof gehören, wenn wir als neuen Farmer starten. Das größte Feld ist
ohne Zweifel das legendäre Feld 17 mit 985 Hektaren an Parzellenfläche. Kostenpunkt für das Feld oder für die Parzelle 24.640.000 Euro. Und ich nehme mal an, dass die bewirtschaftbare Fläche dieses Feldes sich um die 800 Hektaren befindet. Wir können überall auf dem Feld gewisse Symbole erkennen. Wir starten mal hier oben rechts und können feststellen, dass gewisse Produktionsstätten verbaut worden sind. Hier oben rechts haben wir die Molkerei und dann haben wir hier den Hafen und ein Hotel, welches als Verkaufsstelle dient. Hier haben wir den Gesteinbrecher. Hier haben wir eine Tankstelle, hier haben wir die Ölmühle stehen, wir haben die Tree Nursery stehen, die Müslifabrik ist hier im Norden, dann haben wir die Traubenverarbeitung und die Bäckerei auch im Norden. Wie bereits gesehen, haben wir das Schweinefutter und die TMR-Produktion hier bei unserem Hofsgelände stehen. Dann haben wir das Biomasse-Heizkraftwerk, was da rechts neben uns ist. Dann haben wir des Weiten noch einen Gesteinbrecher und die Verkaufsstation von Mist. Dann haben wir das Fastfood-Restaurant als Verkaufsstelle. Nebenan haben wir die Spinnerei. Zentral auf der Karte haben wir natürlich den Händler. Da gehen wir machen da auf jeden Fall noch einen Flyover. Wahrscheinlich werden wir sogar ein bisschen auf der Karte herumfahren, um die Details zu sehen. Des Weiteren haben wir hier im Zentrum der Karte einen Flüssigdüngertank. Dann haben wir die Ramenwood Farm, Einkaufszentrum, The Red Marble Bowling Restaurant. Dann haben wir GD Transport, Feed and Grain South, Wild West Warehouse Market, Multifrucht Einkaufsstation, da kommen wir gleich zu sprechen darauf. Wild West Bale Sales, also hier könnt ihr eure Ballen verkaufen. Dann haben wir hier, das haben wir schon angeschaut, die Spinnerei. Dann gehen wir auf die linke Seite, da haben wir das Sägewerk, das hier steht. Dann haben wir hier den Verkaufspunkt für Baumstämme. Des Weiteren haben wir die Getreidemühle nicht weit davon entfernt. Ganz im Süden haben wir nochmal die Schreinerei stehen und das war es denn schon als Produktionsstätten. Es sei denn, nee, ich habe hier noch die Biogasanlage gefunden, eine weitere Tankstelle. Hier ist der Viehhändler, die Zuckerfabrik und die Multifrucht-Einkaufsstation. Das heißt, wir haben also zwei Multifrucht-Einkaufsstationen. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Also ihr seht, also ziemlich alle Produktionsstätten sind eingebaut auf der Karte. Natürlich hier verliert es sich, weil die Karte enorm groß ist. Wir schauen uns mal die Früchte an, die auf der Karte verfügbar sind. Also wir haben alle Standardfrüchte auf der Karte verfügbar. Dazu haben wir Roggen. Dann haben wir eine zweite Art von Hirse, also nicht die Sorghum-Hirse, sondern die Millet-Hirse. Dann haben wir Reis und Karotten, die auf der Karte verbaut werden können. Wenn wir uns den Kalender angucken, sehen wir zwar, dass die Standardfrüchte einen Aussaat- und Erntezeitpunkt haben. Die Zusatzfrüchte haben aber keine Saatzeitspanne, wie auch keine Erntenzeitraum vergeben. Das heißt, ich glaube, hier müsste noch ein Bug vorliegen. Das müsste auf jeden Fall nachgebessert werden. Wir kommen zu den Verkaufsstellen. Also wir können uns hier kurz durchgucken. Also wir haben jede Menge an Verkaufsstellen für alle Produkte. Ganz genau, auch für alle Produkte sind tatsächlich Verkaufsstellen verbaut. So, dann möchte ich auf ein Problem hinweisen, was ich sehe, was wahrscheinlich den einen oder den anderen so ein bisschen zum Cheaten einlädt. Also wir können sehen, dass wir bei der Multifruchtstation zum Beispiel die Silage für 42 Euro kaufen können und dann gleich nebenan in der Biogasanlage wieder verkaufen können, und zwar zum mehr als zehnfachen Preis zum Beispiel. Dasselbe gilt für alle Getreidearten. Also das heißt, also wir können zum Beispiel Soja kaufen
für 194 Euro die Tonne und können die dann für 2300 respektive 2400 Euro wieder verkaufen. Also es scheint mir eine sehr leichte Geldquelle zu sein. Auf der Karte auch vorhanden sind zusätzliche Produktionsstätten. Wenn wir uns mal im Baumenü unter Produktions uns umsehen, sehen wir, dass die schon angesprochenen Produktionsstätten für Tierfutter. Dann haben wir einen Grastrockner, eine Produktionsstätte für um Heu zu generieren aus Gras. Dann haben wir die Raffinerie stehen. Dann haben wir eine Tomatenfabrik stehen, wo man Tomaten, Zucker und Wasser liefert und Tomatenmark oder Konserven herauskriegt. In der Raffinerie können wir Zuckerrohr, Sonnenblumen oder Raps hinfahren und kriegen dann Diesel, LPG oder und auch Schweinefutter heraus. Dann haben wir die Steinfabrik, wo wir Steine hinbringen und dann Mineraldünger und Kalk herausbekommen. Dann haben wir die Moonshine-Produktion, wo Wasser, Zucker und Korn oder Mais hingebracht wird und dann eben Moonshine produziert wird. Dann haben wir eine, okay, bei Moonshine scheint es so, dass hier sowohl die Produktion wie auch die Verkaufsstätte verfügbar sind. Dann haben wir noch die Fabrik, um Tierfutter herzustellen, auch wieder Weizen, Kartoffeln und Mais. Da haben wir aber ja schon die Generatoren hier, die das füllen für uns. Und dann haben wir noch die Tree Nursery, also das Baumzentrum, wo wir Wasser, Saatgut und Mist hinfahren und dann kriegen wir Bäume daraus heraus. Gehen wir mal in den Shop und sehen hier, dass es unter Vehicles gewisse Mods gibt, die vom Kartenersteller kommen. Und zwar ist das dieser Tiger 6S Edit bei TMMOAG. Das handelt sich hier um den Tiger 6 und zwar kann der hier bearbeiten Zuckerrüben, Karotten und Kartoffeln. Dann haben wir beim Equipment natürlich auch gewisse Sachen rumstehen. Also das heißt also hier den schon angesprochenen Joskin, der gemoddete mit 100.000 Liter, mit bis zu 100.000 Liter Tankfüllmenge. Hier können wir die Kapazität wählen zwischen der Standardkapazität, einer doppelten Kapazität, einer sehr großen Kapazität oder eben der gecheateten Beast-Kapazität von 100.000 Litern. Des Weiteren haben wir eben die angesprochenen Rudolf-Trailer hier stehen und das ist dasselbe auch hier, entweder in der Standard-Variante mit 15 Kubikmeter, doppelte Kapazität natürlich mit 30 Kubikmeter, dann haben wir die Megakapazität mit 60 Kubikmeter, dann haben wir die Beast-Kapazität mit 250 Kubikmeter Füllmenge. So. Zurück, dann haben wir hier die Header natürlich hier stehen, die eine für Kartoffel, eine für Zuckerrüben und einer für Karotten. Und die haben also jeweils eine Arbeitsbreite von 4 Metern. Wir steigen mal in die Lüfte und schauen uns einfach mal kurz ein bisschen die Gegend an und um unseren Hof. Also wir haben hier die Produktionsstätte für das Tierfutter, dann haben wir hier den Kuhstall, dann haben wir hier das Pferdegehege, das Schweinegehege und natürlich das Schafgehege hier stehen. Dann haben wir, wie gesagt, bereits durchgegangen das Equipment, was wir schon im Einzelnen durchgegangen sind und haben hier auf dem Hof ein Silo stehen. Und zwar weist dieses Farmsilo eine Kapazität auf von 2,5 Millionen Liter. Wir haben dann auch noch ein zweites Farmsilo, was verbaut werden könnte mit 5 Millionen Liter. Das sind diese beiden Silos. Also dieses Silo ist hierbei auf der Farm fest verbaut. Wir starten unseren Flyover. Ich denke hier, das Herumfahren mit einem Fahrzeug ist nicht sehr sinnvoll, wenn wir alles sehen möchten, weil einfach die Karte so groß ist, dass man hier zu lange unterwegs sein würde. Wir gehen hier einmal an den linken oberen Bildrand, wo wir schon angeschaut haben, dass hier der Hafen ist und hier das Hotel als Verkaufsstellen. Dann haben wir schon angesprochen hier die Molkerei.
Ich werde jetzt versuchen, mal alle diese Verkaufsstellen zu kaufen. Vorsicht, die Molkerei hier kostet 544.480 Euro. Dann schauen wir uns das Produktionsmenü an. Zyklen pro Monat sind 480 respektive 1200 respektive 2400 Zyklen pro Monat bei der Produktion von Butter, Käse und Schokolade natürlich, ja. Wir gehen mal westwärts. Wir versuchen das mal so zu machen, wie die Leserichtung ist. Wenn wir hier mal weiter rüber gehen, sehen wir hier dann als nächstes erscheint, ich denke, das ist mal die Müsli-Fabrik. Wir stürzen uns hier mal zugrunde. Genau, das scheint die Müsli-Fabrik zu sein. Das heißt, schauen wir mal hier, wo der Kaufpunkt ist. Hier ist der Kaufpunkt, kostet 1.049.000 Euro. Sehr laut hier. Produktion benötigt Honig, Rosinen, Gerste und Mais. 2160 Zyklen im Monat, Produktionskosten 120 Euro pro Monat. Wir gehen weiter Richtung Osten. Wir fliegen hier mal ein bisschen dem Highway entlang. Sehr schön gemacht hier. Dann haben wir hier eine riesengroße Fläche, um einen weiteren Hof hinzubauen, zum Beispiel, oder Produktionsstätte hinzubauen, Silos hinzubauen, wenn notwendig, damit man vielleicht die Fahrzeit verringern kann. Hier haben wir stehen die Traubenverarbeitungsanlage. Kostet 841.000 Euro und produziert 6.480 Zyklen. Bei Rosinen und bei Traubensaft 1296 Zyklen. Dann haben wir ein bisschen weiter Richtung Ost eine weitere Produktionsstätte stehen. Und zwar ist das die Bäckerei für 340.000 circa. Produziert 2160 Zyklen bei Brot und Kuchen 192 Zyklen. So, wir sind wieder eine Zeile weiter runtergegangen. Von Westen geht's gen Osten. Hier haben wir jetzt, damit ihr euch das sie ansehen könnt auf der Karte, wir sind hier oben in der linken Ecke und zwar ein bisschen weiter unten. Hier haben wir den Gestreilenbrecher. Dann haben wir hier die Tankstelle. Und haben die Ölraffinerie hier stehen. Kostenpunkt 351.000 Euro und hat 4.800 Zyklen bei Sonnenblumen- und Rapsöl und bei Olivenöl haben wir die Zyklenzahl bei 2.400. Wir gehen weiter zur Tree Nursery, also zur Baumschule, und zwar haben wir hier der Kauf hier kostet 50.000, also Standardpreis mehr oder weniger, und haben hier eben diese Tree Nursery hier stehen und die produziert Setzlinge, wenn wir Saatgut, Mist und Wasser hinfahren, 96 Zyklen pro Monat. Wir gehen weiter zum Biomassekraftwerk und können hier natürlich Holz verkaufen. Dann haben wir ein bisschen weiter östlich den weiteren Gesteinbrecher hier stehen. Hier wird ein Haus erstellt und hier der Verkaufspunkt für Mist und, wenn ich das richtig sehe, auch für Gülle. Könnte mich aber täuschen. Geht weiter. Wir gehen wieder nach links und zwar gehen wir circa in diese Richtung hier. Da haben wir das Sägewerk. Das besuchen wir mal. Das ist das Sägewerk hier. Das ist dieses große Gebäude. Hier können wir das kaufen für 129.000 Euro. Hier werden in 2400 Zyklen aus drei Bäumen werden vier Bretter entstehen und plus 0,15 an Menge an Hackschnitzel, die wir dann natürlich hier gleich wieder abladen können. Wir haben es gerade gesehen hier, also auch hier auf dieser Karte sind Collectibles verfügbar. Es handelt sich dabei um das Set von Elm Creek, wie dies zu erwarten war. Gehen wir weiter zur Getreidemühle. 1.970.000 Euro kostet die Getreidemühle hier. Ich gehe ein bisschen aus dem Lärmpegel hier weg, damit wir mal uns die Produktionsmenü uns aufrufen können. Die Getreidemühle hat
1200 Arbeitszyklen für Gerste und Hirse, also die Sorghumhirse, 600 Zyklen für das Gerstenmehl und 3600 Zyklen für das Weizenmehl. Wir gehen weiter zu Verkaufsstellen, die hier verbaut sind. Also hier haben wir den Wild West Warehouse Market, dann haben wir den Feed and Grain and South, dann haben wir hier in der Gegend GD Transport und so weiter und so fort. Verschiedene Produktionsverkaufsstellen hier stehen. Wir schauen jetzt nicht jede einzelne an. Dann haben wir hier den Flüssigdüngetank, den gehen wir uns mal angucken. Also hier haben wir die Ravensburg Farm. Das handelt sich um diesen Tank hier. Abgeledert, also schon sehr gebraucht. Hier den Flüssigdüngetank. Hier ein paar Deko-Objekte, die rumstehen hier. Dann haben wir hier die Ballenverkaufsstelle, wie auch den Trigger für die Multifrucht-Einkaufsstation. Also wie gesagt, hier können Früchte und Getreide gekauft werden. Wir schauen uns das gleich danach an. Wir machen danach einen Test, ob das tatsächlich stimmt mit den Preisen. Dann haben wir hier den Fahrzeughändler natürlich. Der ist mehr oder weniger genauso geblieben, wie das in der 19er Version gewesen ist. Zu den Texturen, die hier verwendet worden sind, sind dieselben Texturen, die im 19er vorhanden waren. Also es ist nicht so wie bei der Kalmsten Farm, wo die ganz neuen Texturen angewendet werden, die diesen Effekt von 3D geben. Also dies ist hier nicht der Fall. Ist natürlich wahrscheinlich auch so gemacht, weil um natürlich eventuell auch die Downloadgröße zu minimieren. Wir schauen uns nochmal die Spinnerei an hier. Knappe 1 Million kostet die Spinnerei und produziert Stoff aus Wolle und zwar in 1440 Zyklen und aus Baumwolle in 576 Zyklen. Dann bleibt uns noch eine oder zwei Produktionsstätten, zum Beispiel hier die Schreinerei, wo ich Holz verkaufen kann natürlich. Die kann ich mir auch kaufen für 412.000 Euro und die produziert Möbel und zwar aus Holz 216 Zyklen und aus Brettern 240 Zyklen. Des Weiteren schauen wir uns die Biogasanlage an. Das ist die 1 Megawatt. Hier haben wir drei große Keilsilos stehen. Die kostet 1,566 Millionen und produziert natürlich standardmäßig Energie. Und natürlich Gärreste. Und zwar aus Silage in 24 Zyklen, Gülle in 24 Zyklen, alle anderen beiden auch in 24 Zyklen pro Monat. Wir gehen weiter zur Zuckerfabrik. Das ist dann die vorletzte Produktionsstätte. Und hier, die können wir kaufen für lediglich 80.000 Euro. Und produziert aus Zuckerrüben 12.000 Zyklen an Zucker. 4800 Zyklen aus Rübenschnitzel und aus Zuckerrohr auch 12.000 Zyklen. Wir haben jetzt nun natürlich entgegen meiner Aussage schon alle Produktionsstätten angeschaut. Wir gehen einfach mal aus Neugierde in Richtung Feld 17 runter, damit wir uns einmal ein Bild machen können von den Ausmaßen dieses Feldes. Auch wir haben hier natürlich sehr viele Stellflächen für weitere Silos, die wahrscheinlich hier definitiv dann benötigt sind. Ich gehe mal in die Höhe rauf und wir können auch gleich feststellen, dass die Fläche, die reine Feldfläche, 843,94 Hektaren beträgt. Also meine Schätzung von ca. 800 Hektaren wurde übertroffen. Also wenn wir uns mal hier so mehr oder weniger an den Feldrand hinstellen, sehen wir also das Ausmaß dieses Feldes. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter hoch. Natürlich ist auch Feld 60 nicht von ohne. Also auch das Feld 60 hat eine Größe von 360 Hektaren circa. Aber ist natürlich ein kleines Feld gegenüber dem Ausmaß hier von über 800 Hektaren des Feld 17. Ich weiß, die Felder hier auf dieser Karte sind alle sehr quadratisch verbaut. Das ist ein bisschen typisch für diese Karte.
Es ist natürlich eine Karte, die eignet sich hervorragend für ein Multiplayer. Natürlich wird diese Karte dann irgendwann auch auf FSN, also Farm Sim Network, eingesetzt werden. Das ist ganz klar anzunehmen, dass diese da aufgenommen wird. Was FSN ist, da werde ich in der Zukunft mal eine Serie machen über das Farm Sim Network, das heißt, wo die Server miteinander verbunden sind, wo im großen Stil gefarmt wird. Hier unter uns, ich senke mich mal ein bisschen, ich lasse mich mal einfach fallen und landen in der einzigen größeren Forstgebiet der Karte. Also hier ist eine Orientierung mehr oder weniger hoffnungslos. Ich muss also auf die Minimap gucken, ob ich jetzt nordwärts, südwärts oder wohin ich mich bewege. Auch diese Waldfläche ist ziemlich groß, also werden wir hier gucken. Also wir haben hier diese Waldflächen hier, die können wir haben partiell als Parzellen können wir die kaufen. Einmal 50 Hektaren, nochmal circa 50 Hektaren, hier alle circa um die 50 Hektaren. Preis bei circa 1,2 Millionen. Hier haben wir etwas kleinere Flächen, aber auf jeden Fall eine riesengroße Forstfläche ist hier auch vorhanden. Wir haben eine zweite Forstfläche hier drüben. So wie ich das verstehe, ist das natürlich auch eine Forstfläche. Und ihr habt auch gerade, ich habe auch gerade bemerkt, mit dem Kauf der Produktionsstätten kommt auch gleich die Parzelle mit dazu. Daher der Preis für die Produktionsstätten. Also hier oben hatten wir die Traubenverarbeitung stehen. Das hat uns gekostet, ich glaube, 1,2 Millionen oder sowas. Und hier können wir sehen, dass dann auch gleich die Parzelle mitgekauft wird. Daher also der hohe Preis für die einzelnen Produktionsstätte. Wie schon angesprochen, machen wir mal kurz den Test mit der Multifrucht-Kaufstation, kaufen da mal etwas ein und machen dann die Mathematik, was uns das kostet, ob diese Preisangaben für die Verkaufsstellen korrekt sind. So, dann schauen wir mal. Hier kann Gras gekauft werden, Mineralfutter, Silage, Heu, Stroh, Gras. Also Heu kann gekauft werden für 14 Euro. Jetzt machen wir mal hier die Mathematik, laden hier mal Heu rein. Und zwar füllen wir auf, dann können wir die Mathematik einfach machen. Also der Kostenpunkt für die 250 Kubikmeter sind bei 35.000 Euro. 35.000 Euro dividiert durch 250 Kubikmeter macht 140 Euro pro Kubikmeter. Jetzt fahren wir das verkaufen. Also wir sehen hier, das Abladen nimmt einiges mehr Zeit in Anspruch als das Beladen. Gleich ist es soweit und wir können die Mathematik machen und sehen, ob das ein einfacher Cheat sein könnte. Tatsächlich, also wir haben jetzt hier Einnahmen 39.115 Euro, ist ein Gewinn, ein einfacher Gewinn von 4.115 Euro. Wir schauen noch bei der anderen, na, die ist natürlich auch noch an. Aber also definitiv einfach hier Geld zu generieren, also einfach den Kipper füllen, abladen. Und wenn man das 10-mal macht, hat man 40.000 Euro verdient. Und das zum momentanen Preis im August. Also ich denke mal, dass die Preisfluktuation hier definitiv auch noch sich zum Positiven ändern könnte. Wir werden danach mal ein bisschen vorspulen und sehen, ob sich der Verkaufspreis auch mit der Saison verändert oder ob dies nur der Verkaufspreis ist.
Wir gehen mal zum Viehhändler runter. Da ist auch eine Multifrucht-Kaufstation verbaut und gucken, was die an Früchte anbietet. Hier können wir Weizen, Gerste, Hafer, Raps und so weiter kaufen. Also zum Beispiel, ich kaufe jetzt mal Mais. €237.000 für die 250 Kubikmeter. Jetzt schauen wir kurz, wo wir den Mais verkaufen können. Wir fahren zu einem anderen Verkaufspunkt, und zwar fahren wir ein bisschen in der Nähe, so gut, insofern man das in der Nähe nennen kann, einfach mal zu gucken, ob hier ein weiterer Cheat möglich ist und der vielleicht lukrativer ist als Heu. Was ich auf der Karte noch nicht gesehen habe, ist der KI. Also der war auf der 19er Version definitiv vorhanden, dass hier Traffic vorhanden war. Das habe ich bisher noch nicht entdecken können. Vielleicht habe ich mich geirrt, aber ich habe noch keinen Traffic gesehen. Also, was definitiv nachgebessert werden muss, sind die Kalender für die zusätzlichen Fruchtarten, also Roggen, die zweite Hirse. Ach, da ist ein Auto unterwegs, also es gibt Traffic. Dann müsste eventuell hier auch nachgebessert werden, dass der Preis, dass der Preis zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis gewisse Fruchtarten nicht so krass ist. Also wenn ich für angeblich 94 Euro Mais kaufen kann und für 1000 verkaufen kann, das ist natürlich ein bisschen einfach. Gut, beim Gras hat sich herausgestellt, dass der Preis nicht 14 Euro, sondern 140 Euro ist. Also ist das wahrscheinlich hier auch so, dass es nicht 94 Euro sind, sondern 940 Euro. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Okay, wir haben hier also einen Unterschied von fast 40.000 Euro. 271.000 haben wir jetzt hier eingenommen. Also definitiv ein möglicher Cheat hier. Gut. Es ist, wie es ist. Es ist Wild West. Eine schöne Karte, die mir gefällt, gerade um die große Landwirtschaft zu zelebrieren. Das heißt, große Maschinen, große Geräte, Automatisierung, was hier definitiv ins Spiel kommen muss. Also ich nehme nicht an, dass jemand wirklich händisch die 19 mit Mais erntet und das alles wegfährt. Das glaube ich definitiv nicht, ohne dass da gecheatet wird. Auf jeden Fall automatisiert selbst, da nimmt das einen riesen Zeitaufwand in Anspruch. Wir haben es gesehen, glaube ich, bei Mario Hirschfeld. Der hat ja ein Projekt zu Ende des Jahres gehabt. Oder bevor, vor dem Erscheinen des 22er hat er ein Projekt gehabt mit dem Feld 17. Und gibt verschiedene Videos, wo das Feld 17 in Angriff genommen worden ist. So, dies ist die Wild West 16-Fach-Karte von Cas64. Ich werde definitiv hier ein Let's Play starten, um die Automatisierung kennenzulernen und eventuell eben auch zu zeigen, wie man
Cosplay und Autodrive zusammen verbindet. Ich stelle mir vor, dass ich, sagen wir mal, einmal oder zweimal die Woche eine Episode von diesem Let's Play zeigen werde, sowie auch von dem Let's Play vor der Kamsten Farm. Ich bin gerade im Moment noch am überlegen, ob ich bei der Kamsten Farm gerade warte, denn es ist so, dass Oxygen David offenbar ein Update in der Pipeline hat und das sollte auch demnächst bereits erscheinen. Das heißt, wenn wir hier noch ein bisschen warten, könnten wir auf einer gefixten Kamsten Farm Map dieses Let's Play starten. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß, dass ihr als meine Zuschauer euch gewünscht habt, ein Let's Play auf der Kamsten Farm zu verfolgen. Bitte kommentiert mir, ob euch das was ausmacht, ob er, wenn ich auf das Update von Oxygen David warte, damit das Let's Play dann nicht neu gestartet werden muss, wenn eventuell ein neuer Safe Game verlangt wird. Gut, das war's von mir heute hier von der Wild West. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Lasst mir doch euren Daumen da. Lasst mir euer Abo da, wollt ihr in Zukunft keine Videos, die auf dem Kanal veröffentlicht werden, verpassen. Danke, tschüss und hasta luego.